Hi Leute, recht herzlich willkommen auf meinem Kanal und zurück zur sechsten Folge Ghost of Tsushima. So, wie versprochen, wir werden es heute mal in Angriff nehmen. Ich weiß auch nicht, ob wir es schaffen. Und zwar befreie das Ogawa Dojo. Wir kriegen einen Technikpunkt, 2 Gold und natürlich mongolisches Gebiet. Schauen wir mal, ob wir das irgendwie hinkriegen. Wir müssen in die Richtung. Okay. Aber ich habe ja jetzt schon mal einen Bogen. Kann da ein bisschen was machen. Aber ich glaube, das wird nicht einfach werden. Wenn wir irgendwie einen Weg reinfinden. Hier ist eine Leiter, die ist umgeworfen. Die können wir vielleicht mal gerne von hinten. Oh. Und jemand sieht mich hier. Okay, schauen wir weiter. Steht jetzt ein bisschen blöd. Okay, ein so Ding haben wir schon.
Okay, Kuna sind voll. Rede nicht vergessen. Mission ist voll. Okay, was ist das hier? Eisen. Holen wir uns gleich mal Munition wieder zurück. Ach, den haben wir ja gar nicht gesehen. Hat er gepennt und ich bin da vorbeigeschlichen. Okay. Haben wir mal gar nicht gesehen, komplett zweimal versagt. Hinten sind noch ein paar Gegner. Okay, jetzt anscheinend haben wir jetzt alle Gegner. Oder nee, doch nicht.
Legion Harsinta. Hm? Von Leidenschaft. Mission ist voll. Haben wir eins? Okay, wir brauchen noch eins. Ein Banner noch. Scheint jetzt aber leer zu sein, das Lager. Zerstöre das Schwarzpulverversteck. Okay. Wo ist das Schwarzpulverversteck? Okay, geschafft, Leute. Okay, doch nicht geschafft. Okay, hier ist ein Schildträger. Okay, woo! Befreie das Okuwa-Domo. Geschafft. Ah, die Bande setzt sie wieder auf, oder wie? Coole Sache. Neue Techniken verfügbar. Okay, das nehmen wir jetzt aber noch nicht. Können wir Geist was machen? Das würde ich gern machen.
Das ist gar nicht schlecht, glaube ich. Da haben wir einen Haufen zu skillen, hä? Heftig. Ich würde alles tun. Dann freut sie aber. Ich doch auch. Aber das geht zu weit. Okay. Was haben wir denn hier Schönes? Händler. Vier Händler, vier neue Aussehensobjekte. Möchtet ihr sehen, was ich habe? Na, zeig mir her, komm. Ich habe ein paar Neuzugänge. Schwertkits. Gehört euch, wenn ihr mir mehr bringt. Das waren Raubtiers. Bogen aussehen, Rüstungsfarben, Hüte. Leb wohl. Ich helfe immer gern, mein Herr. So, mal schauen. Schon gescheit wird unten, gell? Runenkleidung. Bogenmacherin, okay. Aber der Schwertding. Komm, wir gehen mal dahin. Unentdeckter Ort, 120 Meter. Ah, da kriegen wir Raubtierfälle, okay.
Okay. Zeigt mir, was ihr könnt! Er ist hier. Okay, war das die unentdeckte Ort oder was? Nee. Ah, da ist ein Fuchs. Das mit dem Fuchs schon cool gemacht, finde ich. Ein bisschen was anderes, weiß ich, wie die anderen Open World. Ding ein bisschen findet bis jetzt ganz, ganz geil, muss ich sagen. Ah, okay. Okay, das war der Fuchsbau. Goldener Tempel. Wir hätten hier hinten noch ein Fragezeichen. Gehen wir mal dahin und machen hier eine Schnellreise hin. Darf ich euch helfen, mein Herr? Hör. Fuchsbau wieder. Den kann ich ja Talismänner freischalten, also so Slots halt, aber ich habe bis jetzt noch keinen Talisman gefunden. Oh, gibt doch Fallschaden. Okay, wir haben das hier auch. Den könnten wir noch machen hier. Hier gibt es Talisman. Ah, okay. Okay, schauen wir mal.
Brücke zwischen Hishoki und Faridake. Geht da schon ein Haufen Gegner zu sein. Sie belagern die Brücke! Sprecht, wir waren auf der Flucht in Tsuyoshi-Halbad. Die Brücke sah sicher aus, doch die Mongolen lauerten in der Schlucht. Sie schossen von unten auf uns. Jemand ist verletzt. Banta! Der Sohn meines Bruders! Sie benutzen ihn als Köder. Eure Familie soll sich von der Brücke fernhalten. Ich beende das. Okay. Die schießt irgendwie von unten. Vorfall an der Hiyoshi-Schlucht. Schrei weiter, Knirps! Meine Familie überlässt mich den Tod! Der Chef sagt sie selbst! Du schießt bei Abrageir Nurika! Scheiße. Gar nicht so einfach, wenn man da keine Munition hat. Gibt's aber keine Pfeile irgendwo. Jill. Wir
schauen ihm in die Augen. Mit Mut. Nur ein Feigling schlägt aus dem Schatten zu. Vergib mir, Onkel. So, jetzt kommt die da oben noch, das müsste der letzte sein. So, hui, coole Mission, aber. Sie schießen nicht mehr. Es ist vorbei. Geh zu deiner Familie. Hab Dank, mein Herr. Die Brücke ist sicher. Die Mongolen sind fort. Haben sie geschrien? Klar. Kümmert euch nicht um ihr Leid. Bringt eure Familie zum Miyoshi-Heilbad. Die Straßen sind gefährlich. Jawohl. Danke. Vorfall an der Hayoshi-Schlucht. Kann ich jetzt mal was mit Talisman? Bei 50% oder weniger Gesundheit wird der erlittene Schaden um einen mittleren Wert verringert. Ah, okay. Ja, sehr gut. Okay, Rüstungsschmieden, aber wo finden wir die? Ich würde gerne hier mal hingehen, zum Goldenen Tempel. Machen wir hier eine Schnellreise? Ach, mache ich denn? Schauen wir uns am Goldenen Tempel ist. Vielleicht gibt es ja da irgendwelche Schmiede oder so.
Goldener Tempel 380, Speedy. Schön in die Richtung. Guck mal, das Pferdchen. Dann können wir gerne mal schauen, vielleicht finden wir auch ein bisschen Matz und sowas. Hier ist der goldene Tempel, okay. Ah, hier sind auch Händler. Niemand kann ihn brechen. Es gibt keinen Ersatz für einen schönen Bogen. Okay, schauen wir, was es noch für Händler gibt. Lasst mich eure Rüstung veredeln. Ah, Rüstung spielen. Ich repariere alle Arten von Rüstung. Da erblasst selbst Hachiman vor Neid. Sogar zerbeulte Rüstung vom Schlachtfeld. Tja, sieht ziemlich beschädigt aus. Bringt mir etwas in besserem Zustand, dann stelle ich mein Geschick gern unter Beweis. Tracht des Reisenden. Ich will ehrlich gesagt noch gar nicht aufrüsten. Mit Stolz helfe ich einem wahren Krieger. Ich kann eure Klingen verbessern, mein Herr. Das Katana des Sakai-Clans. Eine vorzügliche Waffe. Das seht ihr auf einen Blick? Für mich ist jede Klinge einmalig. So unverkennbar wie ein Mensch, Fürst Sakai. Bringt mir das benötigte Material, dann verbessere ich mit Freuden ein so edles Schwert. Tötet Gegner schneller. Eure Klinge ist bereit. Verzeiht. Ihr habt nicht das, was wir für die Arbeit benötigen. Okay, da brauche ich noch ein bisschen mehr. Können wir hier was machen? Da auch nicht. Euer Schwert wird uns beschützen. Das schaffe ich nicht mehr lang. Und gehen wir schnell zu Bogenschmieden. Ihr seid hier. Soll ich euren Bogen verbessern, Herr? Mach mal. Ich stelle sicher, dass euer Bogen im bestmöglichen Zustand ist. Ich weiß zu schätzen, was immer ihr tun könnt. Es ist mir eine Ehre. Bringt mir nur die nötigen Rohmaterialien und überlasst mir den Rest. Kurzbogen. Ja, mach mal. Eure Pfeile werden zuschlagen wie tödliche Falken. Nie verkehrt, wenn man mal ein bisschen was verbessert hat. Mögen eure Hände nie zittern. Was ist der hier? Ein Geschenkding oder was? Fürst Sakai. Schön euch zu sehen. Gonjiro, nicht wahr? Ihr dientet Fürst Nagao. Er war ein guter Mann. Sein Verlust tut mir leid. Eine Ehre, dass ihr euch an einen einfachen Hausdiener erinnert. So viele von uns hier schulden euch ihr Leben. Ich fürchte, die Schlacht um unsere Heimat hat erst begonnen. Darum wollt ihr ja helfen, mein Herr. Die Menschen spendeten, was sie konnten und...
Bitte, nehmt diese Geschenke an. Hab Dank, Gonjiro. Uns alle, die etwas beigesteuert haben. Wir werden weiter spenden. Hier und anderswo, wenn eure Siege bekannt werden. Mögen die Kami euch beschützen. Okay, wo sind die Geschenke jetzt? Okay. Geschenkaltar. Bitte, hört auf. Musst du die Hand, das haben wir bei den Mongolen nie Okay, Maske ist es. Okay. Noch 1 von 9. Könnten wir die mir auch weitermachen? Ich glaube, langsam wird's schon. Gut, ich würde sagen, wir machen dann in der nächsten Folge wieder weiter, ist ja klar. Bis jetzt macht es mir richtig Spaß, das Game. Und mal schauen, ja, mal schauen, was in der nächsten Folge kommt. Bis dahin wünsche ich noch viel Spaß auf meinem Kanal. Reingehauen, ciao, ciao. Euer Andi.